Ich heiße Julia Stepanova. Ich bin mehrere Jahre hintereinander für die russische Nationalmannschaft gelaufen und war Finalistin bei den Europa- und Weltmeisterschaften. Meine Disziplin ist der 800-Meter-Lauf. Meine Bestzeit 1,5699. Dieses Ergebnis konnte ich dank der Einnahme verbotener Präparate wie EPO, Testosteron und Steroide erzielen. Die Dopingmittel bekam ich von meinem Trainer. Alle haben gewusst, dass und was sie einnehmen und waren damit einverstanden. Olympiasieger, so dachte ich, sind etwas Besonderes. Sie sind Vorbilder auch für Kinder. Als ich selbst Mitglied der Nationalmannschaft wurde, merkte ich, dass dem überhaupt nicht so war. Champions sind keine Götter. Es sind noch nicht einmal wahre Champions. Es hat mich angewidert zu sehen, dass man den Leuten etwas vorgaukelt. Du siehst diese Menschen, du vergötterst sie. Dabei sind es nur ganz gewöhnliche Betrüger und Diebe. Julia Stepanova ist eine Whistleblowerin, eine Heldin im Kampf gegen Doping. Trotz hoher persönlicher Risiken hatte sie den Mut, die tief verwurzelte Kultur des Betrugs innerhalb des russischen Sportverbands aufzudecken. Sie löste damit einen der größten Sportskandale aus, der die Teilnahme Russlands an internationalen Wettkämpfen in Frage stellt. Can I ask you a question about doping in the Russian Federation? No. It's not only Russia. It's a world problem. Nie war Betrug im Spitzensport so allgegenwärtig. Nie waren die pharmakologischen Möglichkeiten des Dopings so groß. Es gibt hunderte von Produkten, die nicht nachweisbar sind, und die nehmen die Sportler. Radsport, Fußball, Kraftsport, Ausdauersport, Leichtathletik. Gedopt wird überall. Keine Disziplin bleibt verschont. Doch woher kommen diese Produkte? Und wie funktioniert dieses illegale System? Die Leute betrügen nicht allein. Oft sind sie von einem ziemlich raffinierten Team aus Ärzten umgeben, das ihnen dabei hilft. Spitzensportler geben im Jahr bis zu 100.000 Euro für Doping und individuell designte Moleküle aus, die noch nicht auf dem Markt erhältlich sind. Der irre Anstieg des kommerziellen Sports lässt den Schwarzmarkt aufblühen. Ein sehr rentables Geschäft, das auf 30 Milliarden Euro im Jahr geschätzt wird. Wer sollte also Interesse daran haben, dem Doping ein Ende zu setzen? Wenn Sie eine Zaubervorführung besuchen wollten und ich Ihnen alle Geheimnisse verraten würde, dann hätten Sie keine Lust mehr hinzugehen. Beim Sport ist es dasselbe. Die Leute wollen nicht wissen, was sich hinter den Kulissen ereignet. Sie wollen die Show sehen. Sponsoren und Verbände tragen ihren Teil der Verantwortung. Ich glaube, dass es bessere Kontrollen geben sollte, auch öfter und gründlicher. Manche Vorsitzende schrecken nicht davor zurück, für positiv Getestete eine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu erpressen. Es ist ja so gewesen, dass damit Startplätze bei Olympischen Spielen an Doper verkauft worden sind. Haben die Befürworter eines sauberen Sports den Kampf in einer Welt, in der Leistung und Wettkampf einen so hohen Stellenwert haben, von vornherein verloren? Nur wenige aktive oder ehemalige Sportler sind bereit, offen über Doping zu sprechen. Hi, we are starting an investigation about doping in sports. Could I talk to you? No, I'm sorry, I have no comment to make. I have nothing to say about that. Écoutez, j'ai plus envie de parler de toute cette histoire. C'est du passé, ça sert à rien de remuer tout ça. Moi, j'ai payé assez lourd comme ça. Also, ich habe noch nie von Dopingfällen in unserem Verband gehört. Nee, eigentlich nie. Haben Sie denn bei den Fußballern recherchiert? Nobody will talk to you about this. Please stop calling. I really can't say anything. Thanks. Goodbye. Das Thema ist tabu.
Donc vraiment, quand on aborde le sujet du dopage, personne ne peut nous en parler. Ben, clairement, oui, il y a un omerta dans le milieu. Après, je pense que pour briser cet omerta et l'hypocrisie... Dieser junge Mann will das Tabu brechen. Pour moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir dès demain si vous le voulez. Pas de problème. Quentin Bigot, 22 Jahre alt, Hammerwerfer, wurde 2014 bei den Europameisterschaften in Deutschland positiv getestet. Quentin Bigot a reconnu s'être dopé aux anabolisants. Le lanceur de marteau modélant attend toujours sa sanction après avoir été contrôlé. La commission de discipline de la Fédération française d'athlétisme a reconnu l'athlète lorrain coupable de dopage. Ich dachte, dass man mich niemals erwischen würde. Ich sagte mir immer, dass andere vor mir erwischt werden und dass ich durch die Maschen des Netzes entkommen und Glück haben würde. Sein Trainer Raphael Piolatti wurde wegen Anstiftung zum Gebrauch von Dopingmitteln angeklagt. Hier habe ich mit dem Hammerwerfen begonnen. Heute ist das ein Tennisplatz. Doch hier stieg ich zum ersten Mal über dieses Geländer, um Raphael Piolanti kennenzulernen und zum ersten Mal einen Hammer in der Hand zu halten. Hier habe ich alles gelernt, was ich über das Hammerwerfen wissen musste. Mit 18 Jahren wurde Quentin Bigot Europameister der Junioren. Mit 19 war er der jüngste französische Leichtathlet bei den Olympischen Spielen in London. Für eine Disziplin, in der der Leistungsgipfel jenseits eines Alters von 30 Jahren liegt, hat er einen phänomenalen Start hingelegt. Da sind meine Medaillen. Die Medaillen der großen Wettkämpfe sind für mich die schönsten. Auf manche bin ich besonders stolz, wie zum Beispiel diese hier. Sie ist für meinen Titel als Europameister der Junioren 2011. Ich hatte mit 78,45 Metern gewonnen. Ein wenig später, im selben Jahr, habe ich den französischen Rekord gebrochen. Es ist die einzige Goldmedaille, die ich besitze. Und die habe ich ungedopt gewonnen. Ich war also Juniorenmeister. Man kann sagen, es war der Beginn meiner Karriere und gleichzeitig das Ende von... Wie soll ich sagen? Es war das Ende einer Jugend, in der ich unschuldig war, nichts einnahm, clean war. 2012, sechs Monate vor den Olympischen Spielen in London, verletzt sich Quentin. Zum ersten Mal kommt das Wort Doping ins Spiel. Mir fehlten 3 Meter für die Qualifikation bei den Olympischen Spielen. Mein Trainer sagte mir, dass es nun wohl an der Zeit sei, mit dem Dopen anzufangen. Denn mir bliebe keine andere Wahl, weil alle irgendetwas einnehmen. Wenn ich mich nicht qualifiziere, tun es andere. Ansonsten könnte ich zu Hause bleiben und mir das Ganze im Fernsehen anschauen. Das Mittel hieß Gonadotropin und ist ein Hormon, das aus dem Urin schwangerer Frauen gewonnen wird. Dieses mehr oder weniger natürliche Testosteron wird Sportlern injiziert. Ursprünglich ist Gonadotropin ein verschreibungspflichtiges Medikament, das die Ausschüttung von Sexualhormonen stimuliert. Sportler verwenden es wegen seiner anabolen Wirkung, die dabei hilft, Muskelmasse aufzubauen. Quentin Bigot ließ sich auch Testosteronpropionat spritzen, schluckte Methandienon und Stanozolol, jenes Steroid, das 1988 von Ben Johnson genommen wurde. 2 Jahre war Quentin bei den Kontrollen unauffällig. Es war gut, weil der Körper es innerhalb von 2 Wochen abbauen konnte. Ich nahm es also vor meinen großen Wettkämpfen oder vor den Wettkämpfen, auf die ich mich vorbereiten wollte. Und auf einmal nahm ich es ziemlich oft. Es half mir tatsächlich, denn nach jeder Behandlung warf ich 2 oder 3 Meter weiter. 2 oder 3 Meter, das ist ziemlich viel. Im Rückblick gibt er seinem Trainer die Schuld. Raphael hatte nie Kinder. Ich war damals ein bisschen wie sein Sohn. Ich war jung und etwas schwach. Er nahm mich unter seine Fittiche, trainierte mich. Ich sah ihn häufiger als meinen eigenen Vater. Als ich 18 war und 7 Jahre mit ihm gearbeitet hatte, sagte er mir, dass es an der Zeit sei, mich auf Olympia vorzubereiten. Ich vertraute ihm. Die Verantwortung liegt bei beiden Seiten, also 50-50. Sein ehemaliger Trainer leugnet jegliche Beteiligung.
Quentin möchte mit der Vergangenheit abschließen. Jetzt hofft er, bis 2017 wieder in Höchstform zu sein. Auch wenn ich nie wieder auf ein so überragendes Niveau kommen werde, muss ich es trotzdem noch einmal versuchen. Für mich, um zu sehen, ob ich das, was ich gedopt geschafft habe, auch in cleanem Zustand kann. Jedes Jahr werden weltweit 3000 Athleten wie Quentin Bigot von ihren Verbänden gesperrt. Die globale Dopingbekämpfung ist relativ neu. 1999 wurde die WADA gegründet. Aufgabe der Welt-Anti-Doping-Agentur ist es, ein umfangreiches Kontrollsystem einzurichten und den sogenannten Welt-Anti-Doping-Kodex umzusetzen. Doping besteht aus Methoden oder Substanzen, die die Leistung steigern, die Gesundheit beeinträchtigen und gegen die Werte des Sports verstoßen. 2005 unterzeichnen 191 Staaten das internationale Übereinkommen der UNESCO gegen Doping im Sport und verpflichten sich, auf nationalrechtlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Doch die Welt-Anti-Doping-Agentur spielt noch immer keine aktive Rolle. Die Suche nach den Betrügern bleibt an den nationalen Sportverbänden hängen. Und genau hier liegt das Problem. Peking, August 2015. Der Weltleichtathletikverband IAAF richtet seine 15. Weltmeisterschaft aus. Seit den Olympischen Spielen 2008 ist China die große Veranstalternation von Sportereignissen. 208 Länder, rund 1.900 Leichtathleten und 6 Milliarden Fernsehzuschauer an 9 Tagen. Es ist die IAAF, der Dachverband aller nationalen Sportverbände, die vom Verkauf der Rechte an die Fernsehsender profitiert. Und sie ist auch zuständig für die Einhaltung des Welt-Anti-Doping-Kodex. Ein Interessenkonflikt? Wir werden während des Wettkampfs gleich im Anschluss an die Rennen insgesamt über 500 Kontrollen durchführen. In der Regel geschieht das in der Reihenfolge des Zieleinlaufs. Wir nehmen also den ersten, zweiten und dritten und danach lassen wir das Los über die Kontrolle weiterer Leichtathleten entscheiden. Hinter der Ziellinie werden die Leichtathleten von Anti-Doping-Kontrolleuren abgefangen, Mitglieder der IAAF. Alle Athleten müssen hier durch. Wir können also sicher gehen, dass alle ausgewählten bzw. dazu verpflichteten Sportler die Dopingkontrolle durchlaufen. Sie werden direkt hinter dem Pressebereich getestet. In diesem abgesicherten Bereich finden die 500 Probenahmen statt. Sobald ein Athlet anwesend ist, haben Kameras keinen Zutritt. Dann geht es auf die Toilette. Das sieht alles sehr schlicht aus, ist aber genau das, was wir brauchen. Wie Sie sehen, sind an mehreren Stellen Spiegel angebracht. So kann der zuständige Mitarbeiter kontrollieren, woher genau die Probe stammt. Die Dopingkontrolleure sind so positioniert, dass sie die Genitalien des Sportlers sehen können. Es gab nämlich Kontrollen, in denen die Athleten ihre Hose nicht vollständig herunterziehen mussten. Sie konnten also etwas in der Hose oder in der Unterwäsche verstecken. Der berühmteste Fall ist der des Boxers Mike Tyson, der zugegeben hat, die Kontrolleure mit Hilfe einer Penisattrappe getäuscht zu haben. Die Proben werden von einem unabhängigen Labor analysiert. Weltweit gibt es 35 solcher Labore. Jeder Leichtathlet gibt 2 Fläschchen ab, die A-Probe für die Analyse und die B-Probe für das Gegengutachten. Die anonymen Proben werden auf 400 Moleküle untersucht. Jedes Jahr wird die Liste der verbotenen Substanzen von der Welt-Anti-Doping-Agentur aktualisiert. Sportler wissen genau, was sie nicht nehmen dürfen. Wir machen viele Kontrollen. Es ist nicht die Veranstaltung mit den meisten positiven Ergebnissen, weil die Leichtathleten wissen, dass sie kontrolliert werden.
Statistisch gesehen haben wir weniger positive als bei den anderen nicht so bedeutenden Veranstaltungen, wo die Kontrollen außerhalb des Wettkampfs gezielter und häufiger stattfinden. Aber wir behalten die Proben dennoch, denn wenn es keine Wettkampfkontrollen gäbe, wäre das ein Freischein für die Leichtathleten zu dopen. Die Wettkampfkontrollen dienen demnach vor allem dazu, die Glaubhaftigkeit und Einträglichkeit von Sportveranstaltungen zu schützen. Die Urinkontrollen werden durch unangekündigte Kontrollen ergänzt. Sportler müssen sich ihnen mehrmals im Jahr unterziehen. Kontrollen, bei denen die Verbände in der Regel keine Kamerateams zulassen. Hello, I'm Sue, the doping control officer. She's my colleague. She will help you to collect the blood sample. Yes. Hier handelt es sich um eine Blutkontrolle. You may choose one of those packages and make sure it is clean, sealed, and intact. And once you confirm, you may open the package. Oh. Beim Bluttest können Substanzen gefunden werden, die im Urin nicht nachweisbar sind. Material und Ablauf sind bei allen Kontrollen in allen Ländern gleich. Die Blutwerte des Leichtathleten werden von der IAAF aufbewahrt, um sie im Laufe der Zeit vergleichen und verdächtige Abweichungen feststellen zu können. Diese Abschreckungsmaßnahme trägt den schönen Namen biologischer Pass. Der biologische Pass ist ein neues Hilfsmittel, das es uns zwar nicht ermöglicht, direkt die eingenommene Substanz nachweisen zu können, aber wir sehen ihre Wirkung. Wir messen Blutmarker, das sind biologische Marker, die normalerweise relativ stabil sind, aber abweichen, sobald ein Leichtathlet Blutdoping durchführt, sei es zum Beispiel durch die Injektion von EPO oder durch Bluttransfusion. Diese Abweichungen fallen uns auf und ermöglichen uns, gegebenenfalls Disziplinarverfahren einzuleiten. In Peking hat die IAAF 450.000 Euro für Dopingproben bereitgestellt. Lediglich zwei Kenianerinnen wurden positiv getestet. Allerdings können anhand der Proben 10 Jahre lang erneute Analysen durchgeführt werden. Wir wissen, dass die Sportbetrüger uns bei gewissen Dopingarten voraus sind. Doch ein Leichtathlet, der heute dopt, weiß nicht, wie der Stand der Wissenschaft in 10 Jahren sein wird. Wir wollen dieses Damoklesschwert über den Leichtathleten schweben lassen, damit sie zweimal darüber nachdenken, was sie tun. Diese rückwirkenden Tests rütteln in den Jahren nach den Wettkämpfen an den Siegertreppchen. Nach den Olympischen Spielen in London musste die Russin Saripova auf ihre Goldmedaille im 3000 Meter Hindernislauf verzichten. Die amerikanische 4x100 Meter Staffel verlor ihre Silbermedaille. Die Türkin Alptekin musste ihre Goldmedaille im 1500 Meter Lauf zurückgeben. In einigen Fällen mussten Sportler ihre Medaillen noch 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre oder sogar 7 Jahre nach der Olympiade zurückgeben. Man kann also eigentlich erst nach 10 Jahren zweifelsfrei sagen, ob jemand tatsächlich die Medaille gewonnen hat. In Rio werden wir also erst 2026 wirklich sicher sein können, wer genau welche Medaille gewonnen hat. In der Öffentlichkeit wird inzwischen jeder Leichtathlet des Dopings verdächtigt. Mein Name ist Paulo André. Ich bin Athlet über 100 und 200 Meter. Man nennt mich Boltinho und ich bin weltweit einer der 3 Besten in meiner Disziplin. Es ärgert mich, wenn Leute denken, ich dope, um schneller als andere 17-Jährige laufen zu können. Aber ich trainiere hart. Ich bereite mich gut vor und will noch viel erreichen. Ich vertraue Gott und denke, dass er noch Großes mit mir vorhat. Und ich glaube, dass ich es schaffen kann, unter 10 Sekunden zu rennen. Ich habe viele Vorbilder. Usain Bolt ist mit Sicherheit eins davon. Aber Asafa Powell gehört ebenfalls dazu. So wie der zurzeit läuft. Dass ein Athlet mit solch einem hohen Niveau dem Doping verfällt, ist schrecklich. Aber Bolt steht darüber, weil er nie beim Doping erwischt wurde.
Bolt wird niemals vergessen werden. Das ist es, was ich will. Olympiasieger sein und nie vergessen werden. In der Geschichte des 100-Meter-Laufs rannten 10 Männer die Strecke in weniger als 9 Sekunden und 80 Hundertstel Sekunden. Usain Bolt ist der Einzige, der nicht des Dopings überführt wurde. Der Jamaikaner ist auch der Erste, der dreimal in Folge den Weltrekord über 100 Meter brach. Manche hegen Zweifel an diesen Höchstleistungen, zumal damals in Jamaika noch keine Blutkontrollen durchgeführt wurden. In Jamaika gab es zwei Hauptprobleme. Einerseits gab es eine nationale Anti-Doping-Agentur, deren Unabhängigkeit nicht gewährleistet war. Obwohl sie Spitzenathleten hatten, die dort trainierten, gab es auf der Insel kein Testprogramm, das diesen Namen verdient hätte. Es hieß, sie war ein Dopingparadies ohne Konsequenzen. Das hat sich natürlich sehr negativ auf das Image des Sports in diesem Land ausgewirkt. Nun treten diese Spitzensportler bei internationalen Wettkämpfen an und werden vom Leichtathletikverband getestet. Aber natürlich besteht immer ein Restzweifel, da es beim Training in ihrem Land Zeiträume gab, in denen sie niemand kontrollierte. Und in dieser Zeit hätte natürlich viel passieren können. Theoretisch müssten alle Länder über eine nationale Anti-Doping-Agentur verfügen, die unabhängig die Athleten kontrolliert. Doch in bestimmten Ländern, wie unter anderem Jamaika und Kenia, haben nationale Sportverbände und der Staat kein Interesse daran, die Anti-Doping-Programme umzusetzen. So wurden 2012 während eines halben Jahres vor den Olympischen Spielen in London, bei denen Usain Bolt 3 Goldmedaillen holte, in Jamaika keine Urintests durchgeführt. Es ist besorgniserregend, dass in Jamaika nur wenig oder gar nicht kontrolliert wird. Denn viele Rekorde und alle Medaillen der letzten Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele gingen nach Jamaika. Anläufer wie Usain Bolt, Asafa Powell und Shelley Ann Fraser. Aus ihrer Generation stammen viele Rekordhalter und Medaillengewinner. Justin Gatlin, der große Rivale von Usain Bolt, wurde wegen Einnahme von Amphetaminen und Testosteron 2-mal gesperrt. Im Alter von 32 Jahren hatte er sein Comeback und lief noch schneller als in der Zeit, in der er gedopt war. Seine Leistungen sorgen für Gesprächsstoff. Wissenschaftler vermuten eine Langzeitwirkung des Dopings. Man hat in einer Wissenschaft, die Epigenetik genannt wird, große Fortschritte gemacht. Sie zeigt, dass die Umwelt Auswirkungen auf die Genexpression hat und somit Veränderungen bewirken kann, die lange andauern oder sogar dauerhaft sein können. In diesem Fall hängen sie jedoch mit der Einnahme von Dopingmitteln zusammen. Es ist also durchaus vorstellbar, dass ein Leichtathlet sich unter Einfluss der Dopingmittel verändert und dass diese Veränderungen, selbst wenn er nicht mehr dopt, während seiner gesamten Karriere anhalten. Considering your nowadays performances, press uses to remind you, your dope use is past. That's life. My job is to go out here and run fast. Your job is to go out there and give the news to the world, but have an unbiased opinion about it. So I think they're not doing a good job of being good reporters. Can we meet later to discuss more about it? No, I'm done. Trotz der 4-jährigen Wettkampfsperre von Justin Gatlin hat Nike ihn erneut unter Vertrag genommen. Der Sportartikelhersteller setzt damit ein ambivalentes Signal. Das ist extrem zynisch. Die Haltung der Sponsoren wie Nike ist zynisch, denn sie bezahlen die Läufer dafür, Höchstleistungen zu erbringen. Und anstatt bei positiven Dopingproben ihre Sponsorentätigkeit einzustellen und die Verträge aufzulösen, lassen sie sie einfach weiterlaufen. Fast als ob die Chefs von Nike im Grunde wüssten, was ihre Athleten wie Marion Jones, Justin Gatlin und Marta Dominguez vorher alles getan haben. Diese Athleten wurden allesamt positiv getestet und werden trotzdem weiterhin von Nike gesponsert. Da kann man sich vorstellen, wie Nike zum Dopingproblem steht. Ja,
Die Dopingbekämpfung ist nur durch die Notwendigkeit gerechtfertigt, ein Image des sauberen Sports zu verkaufen. Sonst könnte die Glaubhaftigkeit in Frage gestellt werden. Es geschieht also nur aus Marketinggründen, wenn mit einer Dopingbekämpfung geworben wird, von der man weiß, dass sie praktisch nichts bringt, außer hin und wieder ein paar Sportler zu erwischen. Doch sie wird die sportinterne Logik nicht ändern. Das Doping ist untrennbar mit der Logik des Wettkampfs verbunden. Um den Betrug einzudämmen, fordern viele Leichtathleten eine Verschärfung der Strafen. Mein Name ist Nicola Spierig. Ich bin eine Schweizer Triathletin. Ich bin fünffache Europameisterin, Vize-Weltmeisterin und zum Schluss wurde ich in London 2012 Olympiasiegerin. An Wettkämpfen wie Olympischen Spielen, da gibt es oft 4, 5, 6 Athletinnen, die dann körperlich auf demselben Niveau sind. Ich investiere so viel dafür, um an der Spitze mitmachen zu können. Und wenn andere Athleten einfach einen einfachen Weg gehen und sich mit unerlaubten Hilfsmitteln helfen, dann ist das nicht fair und macht mich sehr, sehr wütend. Es ist sehr traurig für mich, dass ich mich fragen muss, welche meiner Konkurrentinnen laufen sauber und welche nicht. Ich bin der Meinung, dass Athleten, die gedopt haben, bei denen bewiesen ist, dass sie gedopt haben, viel härter bestraft werden müssten. Ich bin der Meinung, dass man Doping als normales Delikt behandeln müsste. Wie man Diebe bestraft, weil auch Doper bestehlen andere Athleten um Siege, um Geld. Ich finde, es müsste vom Staat verfolgt werden. Die Strafe müsste bis zu Gefängnis gehen und dann würde dieses Thema sehr, sehr viel ernster genommen werden. Die Verbände kontrollieren und bestrafen die Athleten. Doch häufig haben Rekorde mehr Gewicht als die Dopingbekämpfung. Hajo Seppelt ist einer der wenigen Journalisten, die sich auf Doping spezialisiert haben. Seit 2006 recherchiert er über sportliche Betrügereien in Spanien, China und Kenia. 2015 hat er Falschaussagen und Korruption in der Führungsebene der IAAF aufgedeckt. Diese Dokumente sind aus einer Datenbank des Weltverbandes IAAF. Da hat man über Jahre hinweg gesammelt, Blutwerte verschiedenster Art. Und sie sind für mich ein Schreckensbild, weil sie zeigen, wie massiv dopingverseucht die Leichtathletik über Jahre hinweg gewesen sein muss. Diese Bluttests stammen von 5000 Leichtathleten aus der Zeit zwischen 2001 und 2012. 800 davon sind verdächtig. Dieser Blutwert zum Beispiel dürfte 143 nicht übersteigen. Es gibt jedoch Proben mit den Werten 145, 155 und sogar 156. Bei 100 Leuten, bei solchen, welche Werte auftauchen, kann höchstens einer laut den Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Agentur Werte haben, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind. Die anderen 99 haben wohl Dopingmittel genommen oder Dopingmethoden benutzt. Der Verband wusste also, dass viele seiner Leichtathleten gedopt waren. Insbesondere Lang- und Mittelstreckenläufer. Doch unternommen hat er nichts. Schlimmer noch, die Leiter der IAAF haben die positiv getesteten Leichtathleten gegen ein Bestechungsgeld laufen lassen. Laut Le Monde und L'Express hat Lamine Diack, IAAF-Präsident bis 2015, vor Gericht zugegeben, 1,5 Millionen Euro veruntreut zu haben. Das Geld soll dazu gedient haben, die Wahl des senegalesischen Präsidenten 2012 zu finanzieren. Sein Sohn Papa Massata Diack, Marketingberater der IAAF, soll Leichtathleten erpresst haben, wie Lilia Shobukova, von der er 450.000 Euro für die Teilnahme an den Wettkämpfen gefordert haben soll. Das Geld floss in ein Unternehmen in Singapur, Black Tidings. Papa Massata Diack wird von Interpol gesucht und ist in den Senegal geflohen. Gabriel Dolé, der Chefarzt des Verbands, soll rund 200.000 Euro kassiert haben.
Prinzip ist es ja so gewesen, dass damit Startplätze bei Olympischen Spielen an Doper verkauft worden sind. Der Weltverband, der immer sagte, er sei an der Spitze im Kampf gegen Doping, at the forefront in the fight against doping, wie man international überall erzählt hat, dieser Verband hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat Dopern geholfen, er hat sie unterstützt und er hat die sauberen Sportler betrogen. Schlimmer kann es eigentlich kaum sein. Die Leichtathleten sind empört und fordern mehr Transparenz. Dear IAAF, we cannot trust you anymore. You damage our sport. We have to act now, and this is what we have to say. You put money over athletes. I want to run against clean athletes, not monsters. Honesty, integrity, transparency. Hashtag hit IAAF. Manche gehen noch einen Schritt weiter. Die russische Meisterin im 800-Meter-Lauf, Julia Stepanova, und ihr Mann Vitali haben der Welt enthüllt, wie Russland seine Sieger macht. 5 Jahre lang lief Julia mit den weltweit besten Leichtathleten. Vitali arbeitet als Berater eines Direktors der russischen Anti-Doping-Agentur. Hier im Jahr 2009 zu sehen an der Seite des Sportministers. 2014 beschließt das Paar, das systematische Doping der russischen Leichtathleten aufzudecken. Ein Doping, das von den medizinischen und sportlichen Instanzen des Landes organisiert und durch den Staat gedeckt wird. Ihre Enthüllungen sorgen für einen Skandal. Le couple lanceur d'alerte dresse un portrait sévère de l'athlétisme russe, présenté comme gangréné par le dopage et la corruption. L'Agence mondiale antidopage s'est dit terriblement choquée par ces allégations et nomme une commission d'enquête. Die IAAF sieht sich gezwungen zu reagieren und sperrt 4000 russische Leichtathleten. Es ist die größte kollektive Bestrafung der Sportgeschichte. Wladimir Putin sieht sich seinerseits gezwungen, die Welt zu beruhigen. Zwei Monate später sterben unter mysteriösen Umständen zwei Direktoren der Anti-Doping-Agentur, Vyacheslav Sinyov und Nikita Kamayev. Laut Sunday Times standen sie kurz davor, mit Enthüllungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Julia und Vitali, das als Vaterlandsverräter angefeindete Paar, musste ins Exil nach Berlin. Wir bangen um unser Leben. Wir befürchten, dass man irgendwas inszenieren könnte, um uns umzubringen. Schließlich können wir nicht einschätzen, wie ernst unsere Lage ist. Ihre Geschichte beginnt an jenem Tag, als Julia den Leiter der medizinischen Abteilung des Leichtathletikverbands, Sergei Portugalov, kennenlernt und er ihr ein Dopingprogramm verschreibt. Sergei Portugalov. Er ist, wie soll ich es erklären, eine Art Arzt, der Sportler sozusagen fit macht, der die Mannschaft auf die Europa- und Weltmeisterschaften vorbereitet, damit sie dort Medaillen holen. Er prahlte gerne bei diesen Treffen damit, wie gut er sei, wie viel er für uns tun könnte. Sehr viel sogar, das hat er zu mir gesagt. Und dass er mit Maria Savinova zusammenarbeitet und auch mit Julia Saripova. Beides Goldmedaillengewinnerinnen bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Dass damals nur wenige Leichtathleten positiv getestet wurden, ist darauf zurückzuführen, dass die Anti-Doping-Agenten in Moskau bestochen waren. Ich habe 3 Proben abgegeben. Bei den russischen Meisterschaften bin ich 3-mal gedopt gelaufen. Das erste Mal war 2011. Bei der russischen Hallenmeisterschaft in Moskau hat mir Herr Portugalov, der mich auf den Wettkampf vorbereitet hat, gesagt, ich solle nicht in Panik geraten, wenn man mich zur Testabnahme auffordert, sondern ganz ruhig den Test machen. Ich würde dann ein pinkfarbenes Formular mit einer Probenummer bekommen. Und die solle ich ihm per SMS mitteilen. Damit wäre die Sache erledigt. Und ich könne ruhig schlafen.
So lief das alle drei Male ab. Ich schickte ihm jedes Mal die Probenummer. Was mit meiner Probe geschah, wusste ich nicht, aber ich wurde nie disqualifiziert. Julia lernt Vitali, ihren zukünftigen Mann, bei einem Wettkampf kennen. Bereits bei ihrer zweiten Verabredung erwähnt sie das Doping. Ich habe nicht direkt gesagt, ich dope. Ich habe es, nun ja, nicht ganz so direkt, ich habe es eher umschrieben. Es war direkt. Was, habe ich es wirklich so direkt gesagt? Ja. Tja, ich dachte, es sei das Beste, wenn er von vornherein über alles, was mich betrifft, auf dem Laufenden sei. Es wussten ja eh alle Bescheid. Nach unserem Treffen habe ich einen der Direktoren der russischen Anti-Doping-Behörde RUSADA besucht, den ich gut kannte, und ihm gesagt, ich habe Julia getroffen und sie hat mir dies und jenes erzählt. Er schaute mich nur an und sagte kein Wort. Der Mann, den diese Enthüllungen so gar nicht überraschen, heißt Vyacheslav Sinyov. Er ist einer jener beiden Direktoren, die später unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Doch wie schaffen es die russischen Leichtathleten, den Kontrollen im Ausland zu entgehen? Bei uns läuft das so. Wenn die Mannschaft zu einem Wettkampf fährt, werden wir ein paar Tage zuvor auf Doping kontrolliert. Unser russisches Testlabor prüft die Proben. Und wenn alles in Ordnung ist, werden die Sportler für den Wettkampf freigegeben. Die Nachweismethoden ändern sich ständig. Und die Nachweiszeiträume werden immer kürzer. Grundsätzlich werden die Laborleiter als Erste informiert. In Ländern wie Russland müssen die dann Meldung machen. Denn vorrangiges Ziel ist dort nicht, Dopingsünder zu schnappen, sondern möglichst viele Goldmedaillen zu gewinnen. Die russische Anti-Doping-Agentur weist die Anschuldigungen zurück. Vitali will in dieser Sache nicht mit uns kooperieren. Das ist sehr schade. Wenn man etwas gegen das Doping im Sport unternehmen möchte, sollte man sich nicht nur öffentlich dagegen aussprechen. Es reicht nicht, im Fernsehen andere der Korruption zu bezichtigen. Wir brauchen Fakten und Nachweise. Nur so können wir Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen belegen. Beweise hat wieder einmal der Journalist Hajo Seppelt. Wir haben sehr, sehr viele Beweise bekommen. Natürlich in allererster Linie von Vital und Julia Stepanow, die die geheimen Aufzeichnungen in Video- und Audioform gemacht haben. Beispielsweise von der Olympiasiegerin über 800 Meter von den Olympischen Spielen in London 2012, die in einem geheimen Video, wie hier auch zu sehen ist, zugibt, dass sie eben die oder ein oder andere Substanz zu sich genommen hat. Wir haben so viele Belege bekommen über systemisches Doping in der russischen Leichtathletik, ob Trainer, ob Sportler, ob Mediziner, dass man schon davon reden muss, dass dieses ein systemimmanentes Problem des russischen Sports, zumindest der russischen Leichtathletik, ist. Die Staaten sind mitschuldig, weil auch sie beim Leistungskult mitmachen. Wladimir Putin verfolgt mit den Medaillen und auch mit der Ausrichtung großer Veranstaltungen eine vollkommen kohärente Strategie zur Förderung seines Regimes und seiner Macht. Es ist Grundbestandteil der Strategie eines Staates, weltweit seine Exzellenz zur Schau zu tragen. Es besteht eine Kette der Mittäterschaft zwischen den Staaten und den Sportinstanzen, die sich dadurch profilieren, indem sie sich gegen das Doping aussprechen, aber dennoch die Jagd nach Medaillen unterstützen. Nach den Enthüllungen von Julia und Vitali hat die Welt-Anti-Doping-Agentur eine Untersuchungskommission auf Russland angesetzt. Während Julia auf das Ergebnis wartet, versucht sie, zu ihrer alten Form zurückzufinden.
Ich habe in diesem Winter 2:268 geschafft. Aber da ich für den Wettkampf im Winter nicht explizit trainiert habe, ist das ein sehr gutes Ergebnis. Heute weiß ich, dass ich nicht dope und trotzdem schnell laufen kann. Ich weiß außerdem, dass ich es selbst aus eigener Kraft schaffe und nicht mit Hilfe von Steroiden, die mir früher zu solch einem Resultat verholfen haben. Смотри на секунду. Ты бегай как это, вот легко бегай. Вот ты девятый раз легко бегай, не смотри на секунду. Бегаешь за 80. Doch damit Julia an internationalen Wettkämpfen teilnehmen kann, muss sie ein Land finden, das sie in sein Team aufnimmt. Bis jetzt gibt es keine Angebote aus irgendeinem Land. Aber ich sehe auch ein, dass ich momentan nicht die Leistung bringe, für die mich jemand engagieren würde. Und welches Land würde es wagen, Putin zu trotzen, indem es Julia eine Chance gibt? Aber Russland ist nicht das einzige Land mit einem Dopingproblem. Jedes Jahr werden weltweit 3000 Sportler positiv getestet. Die Sportarten, unter denen die meisten Betrüger entlarvt werden, sind Bodybuilding, Leichtathletik, Baseball, American Football, Gewichtheben, Boxen, Ringen, Radsport, Hockey, Rugby, Schwimmen und Basketball. Es sind nicht nur Ausdauer- und Kraftsportarten betroffen. In vielen Sportarten wird der Fokus auf die technischen Aspekte gelegt, um dem Thema Doping auszuweichen. So ist das beim Fußball, beim Tennis, beim Schwimmen. In Wahrheit ist es tatsächlich so, dass es kein Mittel gibt, um aus einem schlechten Tennisspieler einen guten zu machen. Doch wird derjenige gewinnen, der im fünften Satz, wenn es darauf ankommt, noch über Energiereserven verfügt. Das Doping bleibt also entscheidend, auch wenn die Sportart noch so technisch ist. Als technischer Sport scheint der Fußball von Dopingskandalen verschont zu bleiben. Allerdings ist er ein Spielfeld für Korruption und Spielmanipulation. Sorry to wake you up. No problem. No problem. Wie in diesem Video der FIFA-Kommunikation zu sehen ist, wurden 736 Spieler während der Weltmeisterschaft in Brasilien kontrolliert. Auch hier liegen wieder die Kontrollen in der Hand des Veranstalters. Glauben Sie, dass Doping in anderen Sportarten auch ein Problem ist? Im Fußball ist es schon schwieriger. Da muss man nicht nur schnell und kräftig sein, man muss auch überlegen und braucht einen guten Gleichgewichtssinn. Außerdem noch etwas Glück. Ja, natürlich. Kein Fußballer wurde in Rio positiv getestet. Eine Genugtuung für den Weltfußballverband. Doch will die FIFA überhaupt Betrüger entlarven? 1998, nach der Weltmeisterschaft, ließ sie alle Proben vernichten und verhinderte auf diese Weise rückwirkende Tests. 2006 hat sie keinen einzigen Bluttest durchgeführt. 2014 wurde ein Labor in Lausanne mit den Tests der Proben beauftragt, über 15 Stunden von Rio entfernt, zu weit, als dass bestimmte Substanzen noch nachweisbar wären. Darf man wirklich an die Legende des sauberen Fußballs glauben? Laut Rai, Weltmeister von 1994, sind Zweifel angebracht. Man bekommt den Eindruck, dass sich an der ewigen Suche nach unerlaubten Substanzen und dem Kontrollniveau nichts ändert. Man führt heutzutage beim Training von verschiedenen anderen Sportarten Kontrollen durch oder Stichproben. Nicht so beim Fußball und bei der heute üblichen Spielintensität und der viel größeren Schnelligkeit gibt es erheblich mehr Zusammenstöße. Deshalb benötigt man mehr Muskelmasse. Und auch die physische Vorbereitung wurde extrem intensiviert. Es stimmt, es gab Verdachtsfälle, es gab auch Befragungen. Die Ergebnisse sagen aber darüber nichts aus, ob beim Fußball tatsächlich seltener gedopt
oder einfach nur weniger kontrolliert wird. Ich denke, dass es auf jeden Fall bessere Kontrollen geben sollte. Öfter und intensiver. Ali, wir sind Fußballfans. Wir denken nicht über Doping. Wir wollen den Spaß haben, ein paar Bier trinken. Also für mich im Fußball gar kein Thema. Nein. Null. Bei der Tour de France, da können wir nachfragen. Aber doch bei uns Fußballfans nicht. In Berlin recherchiert ein Journalist seit vielen Jahren über Doping im Fußball und hat mehrere belastende Zeugenaussagen gesammelt. Also wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren mit Stefan Matschina gesprochen, einem Doping-Dealer aus Österreich, der mittlerweile aus dem Geschäft raus ist, der auch überführt wurde, der gesagt hat, er hatte Fußballspieler aus mehreren Ländern bei ihm unter Vertrag, die tatsächlich genau die gleichen Produkte bekommen haben wie die Radsportler auch. Er hatte jemanden, der hat in der Champions-League-Qualifikation gespielt, den er fit gemacht hat für diese Champions-League-Qualifikation mit EPO, mit Wachstumshormonen, mit Steroiden, ganz klassische Dopingmittel. Doping wurde im Fußball erst sehr spät aufgedeckt. Es ist bekannt, dass die deutsche Nationalmannschaft während der WM 86 Amphetamine nahm. Der Geschäftsführer von Juventus Turin stand wegen Dopings in den 90er Jahren vor Gericht. Zur selben Zeit war es bei Olympique Marseille nach Aussage mehrerer Spieler üblich, vor den Spielen Spritzen zu verabreichen. Organisiertes Doping innerhalb des Vereins. Jetzt vor kurzem ist tatsächlich rausgekommen, dass Dr. Armin Klümper, der da so der Hauptarzt war, zu dem viele Athleten gegangen sind, tatsächlich auch an den VfB Stuttgart und an den SC Freiburg anabole Steroide geliefert hat. Megagrisevit ist eins von diesen Mitteln, ganz starke Anabolika, die dann von den Fußballern offenbar genutzt wurden. Das war auch bekannt im Verein. Also das ist jetzt kein Doping von einzelnen Spielern gewesen, sondern wirklich in diesen Vereinen institutionalisiert gewesen. Wirklich Vereinsdoping, kann man sagen. Und einer der Spieler, der damals in diesen Vereinen aktiv war, neben vielen anderen, war Joachim Löw. Der hat sowohl in Freiburg als auch in Stuttgart gespielt in dieser Zeit. Joachim Löw, Trainer der deutschen Nationalmannschaft, leugnet, gedopt zu haben. Die französischen Trainer Didier Deschamps und Zinedine Zidane spielten in einem Verein, der mit medizinischer Manipulation in Verbindung gebracht wird. Doping gab es im Fußball und gibt es immer noch. Der Fußball hat einen riesigen Vorteil. Er ist wirtschaftlich in der Lage, Alternativen für das zu bieten, was verboten ist. Demasiado ese pie, jugador del Bayern, se lo lleva al Barça por mediación de Neymar, sigue el paulista, vamos Neymar, va a dejar ese balón para Leo Messi, aparece el argentino, mete entre líneas, ojo dentro del área, no hay fuera de juego, va a dejar ese balón para el remate, gol! Bei diesen alternativen Methoden handelt es sich um Zelltherapien, mit denen Sehnen- und Bänderverletzungen schneller heilen sollen. Therapien, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur 2005 verboten wurden, weil sie auch die Leistungsfähigkeit künstlich steigern könnten. Trotzdem wendet der Arzt Ramon Cugat diese Behandlung bei den Fußballstars in Barcelona an. Wir verwenden Stammzellentherapien und Wachstumsförderer. Diese sind nichts anderes als Proteine, ganz bestimmte Zytokine, die aus Thrombozyten und dem Plasma stammen. Alles, was wir tun, ist die Anzahl der Thrombozyten um das 2,5- bis 3-fache des normalen Blutwerts zu erhöhen. Nachdem wir sie in der Zentrifuge isoliert haben, aktivieren wir sie mit Calciumchlorid. Danach können sie verabreicht werden. Dieses mit Blutplättchen angereicherte Plasma wird in die Verletzung injiziert, um die Heilung zu aktivieren. Wurden Spieler von Barcelona hier einer Zelltherapie unterzogen? Ja, nicht nur von Barcelona. Es waren Hunderte. Wir haben, sagen wir mal, Spieler aus unterschiedlichen europäischen Mannschaften behandelt. Sie stammten unter anderem aus Südamerika und ich weiß nicht, aber ich würde sagen aus Brasilien, den Emiraten, Russland, der Ukraine, Deutschland, Frankreich, Italien und England. Für die Vereine ist diese Zelltherapie zur Behandlung von Spielern unverzichtbar geworden.
Es geht sogar so weit, dass sie 2011 die Welt-Anti-Doping-Agentur bitten, das Verbot aufzuheben. Aufgrund dieses Verbotes haben wir für eine Studie das Mittel Hunden injiziert, um die Auswirkungen auf das Muskelgewebe zu untersuchen. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass das Injizieren von Wachstumsförderern keinen erhöhten Muskelaufbau bewirkt. Fußballvereine haben also eine verbotene Behandlungsmethode angewandt und es geschafft, sie von der Welt-Anti-Doping-Agentur legalisieren zu lassen. Dem beliebtesten Sport ist es gelungen, das Anti-Doping-Gesetz zu kippen. Wenn Real Madrid, das 500 Millionen Euro schwer ist, eine gewisse Meinung in dieser Sache vertritt, ist klar, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur diese Meinung vom wissenschaftlich-medizinischen Standpunkt aus berücksichtigen muss. Das gilt auch für viele weitere Bereiche. Doping ist im Grunde ein Wirtschaftskrieg. Und irgendwie sind die, die heute an der Macht sind, die Finanziers des Spitzensports. Es gibt Sportarten, in denen viel gedopt wird, wie die Formel 1, Fußball, Golf, Tennis und so weiter, die aus unverständlichen Gründen vollkommen abgeschirmt sind. Am Beispiel Tennis oder Golf ist es doch interessant zu sehen, dass die Verbände, die die internationalen Wettkämpfe organisieren, diejenigen sind, die die Anti-Doping-Kontrollen überwachen. Es ist, als würde man die Geschworenen bei einem Prozess aus der Familie des Angeklagten zusammenstellen. Das sind Verzerrungen, die das Funktionieren des Sportsystems anscheinend nicht beeinträchtigen, auf die jedoch hingewiesen werden sollte. Im Tennis haben einige Spieler früher oder später das Wort ergriffen und gefordert, dass die Instanzen härter durchgreifen müssen bei der Dopingbekämpfung. Es geht also in der Tat um Nachlässigkeit. Und seltsamerweise wurden diese Spieler vom Verband der Berufstennisspieler zur Ordnung gerufen, der ihnen sagte: Vorsicht, beschmutzt nicht die Familie, die euch am Leben hält. Man merkt also, dass in diesem Sport extrem empfindlich auf das Thema Doping reagiert wird. Par rapport à la question du dopage. Spielergewerkschaften, Verbände und Veranstalter haben unterschiedliche Interessen am Erfolg im Kampf gegen das Doping. Die Veranstalter der Tour de France und die 100 Fernsehsender tun alles, um das Image eines sauberen Sports aufrechtzuerhalten. Jedes Jahr wird sie von 3,5 Milliarden Fernsehzuschauern verfolgt. Mit Olympia und der Fußball-WM zählt die Tour zu den weltweit größten Sportereignissen. Bonjour à toutes et à tous. Voici le parcours officiel de la 103e édition. Kilometer. 9 Bergetappen. 4 Bergankünfte. 21 Etappen mit nur 2 Ruhetagen. Eine Rennstrecke, die geradezu nach Doping zu schreien scheint. Allez-y, messieurs les photographes, applaudissez-les. Merci beaucoup. Vive la Tour! Für den Chef der Tour gehört die Zeit, in der alle gedopt waren, der Vergangenheit an. Mit dem Klima des Misstrauens werden wir in den nächsten Jahren leider leben müssen. Der Radsport hat sich verändert, die Welt hat sich verändert. Sie ist nicht perfekt, doch sie hat sich verändert. Dabei sind die Zeichen der Vergangenheit noch allgegenwärtig. Immer noch dabei die Doping-Sünder von einst. Der Sponsor Festina und das Team Cofidis. Wieder dabei die berühmten Gedopten wie Alexander Vinokurov, nun Chef des Teams Astana. Oder Richard Virenque, der nun fürs Fernsehen arbeitet. Trotz 16 negativer Urinkontrollen des Siegers der Tour de France 2015, Christopher Froome, hegt das Publikum, das misstrauischer geworden ist, gewisse Zweifel. Ich denke, dass in der Vergangenheit, auch wenn ich Hinault, Merck, Anke Thiel geliebt habe, sie alle müssen gedopt haben. Es ist ein Zwang, so funktioniert das System.
Jetzt ist es eine Frage der Dosis. Lance Armstrong hat krasse Mittel genommen. So lief das damals. Ich habe den Eindruck, dass Froome nicht auffällig ist, weil er nicht übertreibt und es macht wie alle anderen. Meiner Meinung nach dopen sie alle mehr oder weniger. Selbst die größten Spitzensportler. Wie wirkungsvoll sind die Kontrollen während der Tour de France tatsächlich? Die Proben werden mit einem Kurier an das Analyselabor der französischen Anti-Doping-Agentur in der Nähe von Paris geschickt. Der Etappensieger und der Träger des gelben Trikots werden täglich kontrolliert. Ja, ich t'emporte le Tour de France. Wir untersuchen all diese Urinproben auf über 450 Moleküle. Sie werden während der Nacht analysiert, damit wir morgen früh die Ergebnisse haben. Wir testen die klassischen Stoffklassen: Stimulantien, Anabolika, Diuretika, Kortikoide, Cannabinoide. Anschließend suchen wir auch nach EPO, was 2,5 Tage dauert. Es ist eine sehr aufwendige Analyse mit über 180 Handgriffen. Es dauert also sehr lange. Bei der Tour de France wird sie bei allen Urinproben durchgeführt. Von 356 Urin- und Bluttests war 2015 nur ein einziger positiv. Entweder dopen die Fahrer weniger als früher oder besser. Die niedrige Positivrate zeigt, dass Radsportler, zumindest während der Tour de France, keine Substanzen nehmen, nach denen wir suchen. Wir sind in einem ständigen Wettlauf mit den Sportlern und ihren Dopingmethoden und den Möglichkeiten, sie nachzuweisen. Und wir sind immer im Rückstand. Die Gedopten haben mehrere Jahre Vorsprung. Noch nie hat ein Labor eine große Dopingaffäre aufgedeckt. Sie suchen nach Mitteln, die von den Sportlern schon längst nicht mehr benutzt werden. Und die Sportler nehmen Substanzen, nach denen die Labore noch lange nicht suchen. So konnten Radrennfahrer, Fußballer und andere Sportler 10 Jahre lang EPO verwenden, ohne entdeckt zu werden. 1998 kommt durch eine einfache Zollkontrolle das ganze Ausmaß des Skandals ans Licht. Im Auto des Festina-Teambetreuers werden 235 EPO-Ampullen und Dutzende andere Produkte gefunden. Und doch war keiner der Fahrer positiv. Christophe Basson war 1998 Mitglied des Teams Festina, als dieses von der Tour ausgeschlossen wurde. Er war damals der Einzige, der das Doping im Radsport anprangerte. Ein Whistleblower vor seiner Zeit. Er musste seine Karriere beenden, fährt aber inzwischen mit über 40 Jahren noch bei Mountainbike-Meisterschaften. Christophe Basson erinnert sich noch gut an die Jagd der Konkurrenten nach den besten Produkten. Das erste Kriterium in Sachen Doping war, das Spitzenprodukt zu haben. Und vor allem ein Produkt zu haben, das die anderen nicht haben. Natürlich geht es auch um den Rüstungswettlauf. Jedes Team hatte seinen Chefarzt und der war da, um das passende Mittel zu finden. Die Italiener hatten hier häufig einen Vorsprung. Es gab die Spanier, die Belgier. Und es gab Teams, die jede Menge Geld investierten. Das Team Festina wollte weltweit die Nummer 1 sein und hat dafür eine Menge Geld hingelegt. Sie haben sich einen Rennfahrer aus dem Team Mapei geholt. Sie haben dort Informationen gesammelt. Sie haben Alex Zöller aus dem Team Onze kommen lassen und sich von dort Informationen geholt. Und plötzlich hatten sie alle guten Praktiken der anderen Teams beisammen. Sie setzten Geld ein, um die Produkte zu bekommen, die sie brauchten, und wurden so 1997 weltweit zum Team Nummer 1. Alle Fahrer waren Teil dieses Systems. Und ich stand daneben. Das war nicht das, was mich interessierte. Es ist wirklich verrückt. Aber damals wurde die Abweichung zur Norm und die Norm zur Abweichung. Die Norm war das Dopen, die Abweichung war es, nicht zu dopen. Und sie fanden es daher nicht normal, dass ich nicht dopte. Man bot mir 2 Verträge an, bei denen klar wurde, hätte ich mich dazu verpflichtet, EPO, Wachstumshormone und Testosteron zu nehmen, in der Hoffnung, im Jahr darauf auf der Siegertreppe der Tour de France zu stehen, hätte ich einen 10-mal höheren Vertrag bekommen. Hätte ich unterschrieben,
Das waren damals rund 30.000 Francs, also sagen wir 4.000 Euro. Und das mal 10, Sie sehen, wie viel das monatlich mehr gewesen wäre. 1999 bestreitet Christophe Basson seine erste Tour de France. Ein Jahr nach dem Festina-Skandal ist er noch immer der Einzige, der gegen das Dopen revoltiert. Ce coureur de 25 ans a décidé de briser la loi du silence en matière de dopage. Vous ne mettez pas en doute les performances de Lance Armstrong. Vous savez, moi depuis 3 ans, je mets plein de performances en doute, donc je continue à les mettre en doute. Ça c'est clair. Die Medien nennen ihn Meister Propper, doch er wurde zum schwarzen Schaf des Pelotons. Dank der Unterstützung seiner Frau steht er es durch. Das Ausmaß des Dopings wurde mir klar, als ich ihn zusammenbrechen und weinen sah. Als ich ihn trainieren sah, weinte er nachts. Was er alles ertragen hat. Ich meine, das ist seine Charakterstärke, seine Lebenskraft. Und für mich war das etwas Ehrenhaftes, ehrenhafter als ein super Spitzensieger. Das hat mehr Tiefgang. In jenem Jahr bereitet sich Lance Armstrong darauf vor, seine erste Tour de France zu gewinnen. Der Beginn einer langen Reihe von Siegen. Eine Erfolgsbilanz, die nicht möglich gewesen wäre, wenn der Weltradsportverband UCI Maßnahmen gegen den Sportbetrug ergriffen hätte. Der Biologe und Professor für Biotechnologie Gérard Dinh hatte vorgeschlagen, dass alle Radsportler im Besitz eines biologischen Passes sein sollten. Dieses Verfahren wurde seit 1999 ganz klar ausgebremst. Zum einen direkt durch den Weltradsportverband, der sich geweigert hat, diesen Test bei der Tour de France 1999 durchzuführen. Die Organisatoren der Tour de France befürchteten, dass wir durch unsere Arbeit die Tour gefährdeten. Hätte man dieses Verfahren zwischen 1998 und 2000 angewandt, wäre Armstrong sofort des Dopings überführt worden. Bei einer Bergetappe fordert Meister Propper den Amerikaner heraus. Attaque. Attaque de Basson à 212 km de l'arrivée. Ich provozierte. Ich wusste, was auf dem Spiel stand. Ich wusste, dass man mir das nicht durchgehen lassen würde. Und alle Leute hatten es auf mich abgesehen. Und dann hielt mich Lance Armstrong an der Schulter fest und sagte mir, dass ich dem Radsport schade, dass alles, was ich sage, nicht auf den Radsport zutreffen würde. Und dass ich, wenn mir das hier nicht gefiele, nach Hause gehen solle. Dass ich in diesem Umfeld nichts verloren hätte. Am Ende sagte er, fuck you. Naja, das war schon einer, vor dem man damals Angst hatte. Nachdem er aus dem Peloton hinausgedrängt wurde, bricht Christophe Basson zusammen. Nach der 12. Etappe beendet er die Tour. Er hat verstanden, dass sich das Umfeld nicht ändern würde. Lance Armstrong gestand 13 Jahre später. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Als Lance Armstrong 2012 gestand, tatsächlich gedopt zu haben, riefen mich die Leute an und sagten mir, du musst doch froh sein, wenigstens ist jetzt bekannt, dass du recht hattest. Und ich sagte, nein, das ist mir egal. Mir ist es egal, ob die Leute denken, dass ich recht hatte. Ich war überzeugt davon. Allerdings habe ich dann darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Das hat mich traurig gemacht und mir Sorgen bereitet. Ich habe so viele Rennfahrer gesehen, die nach positiven Kontrollen gestorben sind. Warum? Weil sie, nachdem sie positiv getestet wurden, von allen fallen gelassen wurden und plötzlich ganz unten waren. Sie waren Stars und danach nichts mehr. Sie erhängten sich, nahmen eine Überdosis und so weiter. Vandenbrugge, Jiménez und auch Pantani. Diese Leute sind nicht wegen des Dopings gestorben. Ich hatte Angst, dass es ihm genauso erginge. Später bin ich ihm in Paris begegnet. Die Person, die vor mir stand, war nicht die, die ich erwartet hatte. Eine Person mit Schirmmütze, unrasiert, schlecht angezogen, allein. Ich weiß, dass er anschließend eine Menge Alkohol getrunken hat. Ich denke, dass es ihm psychisch nicht gut ging. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was? Ich bedauere nichts. Ich bin glücklich, ich habe Ziele, Pläne. Ich frage ihn, und du? Er zieht ein Foto aus der Tasche, zeigt mir seine Familie und sagt mir, ich bin glücklich, aber ich habe keine Pläne.
Wer von uns beiden ist also am Ende der Glücklichere? Ich. Eine selten gestellte Frage ist die, warum dieser Doping-Problematik durch die Medien so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gesundheitlich gesehen ist sie nicht wirklich ein großes Thema. Aus Sicht der Sportethik schon eher. Es handelt sich um eine Art des Betrugs, die aber nur die Gemeinschaft der Sportler betrifft. Daher sollte es in dieser Gemeinschaft bleiben und keine solche Resonanz hervorrufen. Wenn man sich aber so sehr dafür interessiert, ist der Sport vielleicht ein Versuchsfeld für eine Problematik, die sich in der Gesellschaft von morgen in einem viel größeren Ausmaß stellen wird. In einer Gesellschaft, in der der Wettkampf und das über sich selbst hinauswachsen einen so hohen Stellenwert haben, wird Doping zum Massenproblem. Die Nachahmung von Spitzensportlern durch Amateure kurbelt den ohnehin stetig wachsenden Markt für Kraft und Leistung weiter an. Das ist eine Armbanduhr, die Ihnen Leistungsindikatoren anzeigt. Der Bereich Sportnahrung ist inzwischen hart umkämpft. Das Energy Gel ist das Produkt, von dem man am häufigsten hört, wenn man von Sportnahrung spricht. Darin sind Vitamine, Aminosäuren, Natrium und Kalium enthalten. Es gibt auch eine Neuheit. Kleine Energiedrops wie Fruchtgummis. Im Grunde sind es kleine Gummibonbons, die für den Laufsport gedacht sind. Es gibt ein gelbes und ein rotes. Das rote ist das Red Tonic, mit dem Sie den Marathon garantiert zu Ende laufen können. Ein Viertel Orange, ein Stück Zucker und ein Glas Wasser, das reicht. Diese ganzen Produkte braucht man nicht, das ist Schwindel. Für mich ist das nichts als ein großes Geschäft. Es ist eine Modeerscheinung, das ist alles. Doch manche Amateure geben sich mit Nahrungsergänzungsmitteln und Proteinen nicht zufrieden. Nachdem er sich für einen sauberen Radsport eingesetzt hat, möchte der ehemalige Radrennfahrer Christophe Basson auch bei Amateuren für die gute Sache werben. Als Anti-Doping-Berater für Südfrankreich organisiert er Kontrollen gemeinsam mit den Zollstellen und der Polizei. Ich werde von einem Beamten der Kriminalpolizei der Behörde für öffentliche Sicherheit begleitet. Ich kontrolliere die Umkleidekabinen und Aufwärmplätze. Meine Aufgabe besteht darin, dort nach Dopingmitteln oder Dopingsubstanzen zu suchen. Bodybuilding-Meisterschaft in Frankreich. Ein angeblich ästhetischer Amateursport, dessen Ziel es ist, die eigene Muskelmasse auszubilden und zu formen. Hallo. Auch hier werden verbotene Mittel genommen. Furosemid. Ich war ganz aufgebläht. Das ist das Diuretikum Lasix Furosemid, eine Wassertablette. Es ist eine Dopingsubstanz, die eigentlich ein Medikament ist. Jemand aus dem Fitnessstudio, in dem er trainiert, soll es ihm gegeben haben. Ich stelle fest, Sie haben ein Mittel genommen. Ich werde Sie einer Kontrolle unterziehen. Heute haben wir vor allem Urintests gemacht. Im Bodybuilding nehmen wir keine Blutproben, die nichts bringen würden. Wir konzentrieren uns auf die Urinproben. Sie werden an das Labor von Châtenay-Malabry geschickt und sofort analysiert. Ergebnis? Fast ein Viertel ist positiv. Es waren vor allem Anabolika wie Methandienon, Stanozolol, Methyltestosterone und Drenbolon enthalten. Wir fanden auch ein Furosemid und einen Hormonmodulator. Und Werte von 100-200 Nanogramm, also 200 Mal höher als die Nachweisgrenzen. Das heißt, wir mussten die Probe verdünnen, um sie analysieren zu können, so belastet war sie. Regelmäßig beschlagnahmen Polizei und Zollstellen verbotene Substanzen. Ein florierender Schwarzmarkt mit einem Umsatz, der weltweit bei mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr liegt. Und weil er weniger Risiken birgt als Prostitution und Drogenhandel,
liegt das lukrative Geschäft mit illegalen Substanzen in der Hand großer krimineller Organisationen. Die bekannteste russische Gang ist die Russian Crime Organization, die eigentlich ein Zusammenschluss aus Mafias ist. Sie haben die Kontrolle übernommen und die italoamerikanische Mafia abgelöst. Sie kontrollieren die meisten Märkte Mittel- und Osteuropas und wollen nun natürlich auch die Märkte der USA und Westeuropas übernehmen. Doch wo werden diese Dopingmittel hergestellt? Moldawien, nahe der Ukraine. Mitten im Zentrum der Hauptstadt Chisinau hat die Balkan Pharmaceuticals ihren Sitz. Ein Labor mit 80 Angestellten. Interpol hegt den Verdacht, dass dieses Labor seine Produkte illegal in der ganzen Welt vertreibt. Das Unternehmen stellt Medikamente mit Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System her, respiratorische Medikamente mit Wirkungen auf das Lungensystem und analgetische Präparate zur Schmerzbekämpfung. Am besten gehen die Kardiotropen-Medikamente, die mit Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt und die antitumoralen Präparate. Eine in Moldawien vollkommen legale Produktion. Darunter viele Präparate, die von den Sportlern anders verwendet werden, als es ihr medizinischer Zweck vorsieht. Wie Clomid, ein Medikament, das normalerweise unfruchtbaren Frauen verschrieben wird, das jedoch die Bodybuilder nach ihren Testosteronkuren einnehmen. Zitomid, ein Schilddrüsenhormon, das ergänzend zu den Steroiden verwendet wird. Und Piracetam, das in Verbindung mit anderen Substanzen von Sportlern zur Stimulanz eingenommen wird. Das heißt, alle von Balkan Pharmaceuticals erzeugten Medikamente sind patentfrei. Balkan Pharmaceuticals stellt nur Generika her. Medikamente ohne Patentschutz, die von den großen Laboren nicht mehr hergestellt werden. Für einige ist der Verkauf in Europa sogar untersagt. Wie Clenbuterol, mit dem unter anderem Rennpferde gedopt werden. Was genau ist Clenbuterol? Ein Bronchodilatator gegen Asthma. Sportler verwenden es vor allem für Muskelaufbau und Fettabbau. Kann man das in Europa kaufen? Die Erzeugnisse von Balkan Pharmaceuticals sind in der Europäischen Union nicht offiziell zugelassen. Obwohl sie nicht zugelassen sind, stehen die Produkte dennoch auf bestimmten Webseiten in mehreren Sprachen zum Verkauf. Die Gewinne finanzieren den Bau eines neuen Labors für einen Betrag von offiziell 26 Millionen Euro. Ein Betrag, der höher ist als das jährliche Budget der Welt-Anti-Doping-Agentur. Dopingmittel können irreversible Schäden hervorrufen und die Banalisierung der Gefahr beunruhigt die Ärzte. Su Changlan war fünfmal chinesische Meisterin im Gewichtheben in der Klasse 48 Kilo. 1993 zog sie sich aus dem Sport zurück. Jedes Jahr konnte ich gute Ergebnisse erzielen. In drei aufeinanderfolgenden Jahren wurde ich chinesische Meisterin im Gewichtheben. Diese Leistung erzielte sie durch die Einnahme männlicher Hormone. Jeden Tag beim morgendlichen Training brachte uns unser Trainer Medikamente, die wir dann einnahmen. Wir konnten sie nur einnehmen, wenn er sie uns gegeben hat. Es sind Steroide, die zur Ausbildung der Muskelmasse eingesetzt werden. In Sus Team klagten mehrere Leichtathleten über die damit einhergehenden Nebenwirkungen. Nachdem ich seit etwa 10 Jahren Mitglied der Sportmannschaft war, entdeckte ich schließlich, dass mir ein Bart gewachsen ist und die Menstruationsblutung abnahm. Das lag, glaube ich, an den Medikamenten. Als ich dann geheiratet habe, musste ich feststellen, dass ich nicht schwanger werden konnte. Mein Uterus sieht aus wie bei einem kleinen Kind, er kann nicht gebären. Natürlich bin ich eine Geschädigte, der Schaden ist riesig. Weil ich diese Medikamente eingenommen habe, kann ich keine Kinder bekommen.
Mein Mann und ich werden im Alter ganz allein sein. Das kann niemand wieder gut machen. Wenn wir alt sind, wer wird sich dann um uns kümmern? Im Internet wird das komplette Sortiment des Hochleistungsdopings feilgeboten. Produkte, die auf dem Markt normalerweise nicht erhältlich und sehr gefährlich sind. Wie DNP oder Dinitrophenol, ein Schlankheitsmittel, das schwere Vergiftungen hervorrufen kann. Nachdem bereits mehrere Menschen nach der Einnahme gestorben sind, warnt Interpol vor diesem lebensgefährlichen Medikament. Bestellt man diese Substanzen im Internet, kommen sie mit der Post und meist vom Zoll unentdeckt direkt nach Hause. Wachstumshormone und TB500, Mittel, die Radsportler gerne verwenden. Bezahlt über ein thailändisches Konto, kommt die Lieferung über Hongkong aus China. Schilddrüsenhormone, bezahlt per Überweisung auf ein Konto in der Slowakei und geliefert aus Polen. Und Dinitrophenol, eben jenes lebensgefährliche Schlankheitsmittel zum Fettabbau, das bei vierfacher Dosis tödlich ist. Bestellt mit einem Klick auf einer Seite, die in Panama registriert ist, kommt es per Post aus England. Noch erstaunlicher ist dieses Molekül, das aus China verschickt wird, das FG4592. Das zur Behandlung von Anämien bestimmte Medikament ist eigentlich noch in der Testphase. Und doch bekommt man es im Internet für 400 Euro das Gramm. Der Behandlungszyklus eines Spitzensportlers kostet rund 3000 Euro im Monat. Ein weltweiter Parallelmarkt mit eigenen Laboren und eigenen Online-Shops, deren Weiterverkäufer über den gesamten Planeten verteilt sind. Ein globalisierter Markt, auf dem sich jeder nach Bedarf eindecken kann. Bei Dopingmitteln gibt es beim Beschaffungspreis drei Stufen. Für 6.000 Euro kann ein Sportler grundlegende Produkte wie Kreatin, Aminosäuren, Insulin und Ozon bekommen. Für 30.000 Euro erreicht man das Dopingniveau von Mario Cipollini oder Dwayne Chambers. Dafür bekommt man höher entwickelte Hormone zusammen mit Diuretika und anderen maskierenden Substanzen und natürlich einen Trainingsplan sowie medizinische Betreuung. Und für 100.000 Euro bekommt man das Beste, wie Marion Jones oder Lance Armstrong. Hochentwickelte Substanzen zusammen mit Mitteln, die den Gebrauch bei Kontrollen verschleiern, ihre Nebenwirkungen verringern und Produkte, die andere nicht unbedingt haben. Zynisch ausgedrückt hat Armstrong egoistisch und rational entschieden. Hätte er nämlich nicht gedopt, wäre er mit einem Verdienst von 300.000 Euro im Jahr ein völlig Unbekannter. So hat er aber 23 Millionen verdient. Lance Armstrong ha reconocido que gracias al dopaje pudo ganar 7 Tours de Francia. EPO, Transfusion, Testosterone, Cortison, Hormone. Lance Armstrong vide son sac. Er selbst hatte bisher stets bestritten, verbotene leistungssteigernde Mittel genommen zu haben. Diese Leute betrügen nicht allein. Sie sind oft von einem ziemlich raffinierten Ärzteteam umgeben, das ihnen dabei hilft. Der Grund, weshalb die Nützlichkeit dieser Produkte oder die Art, sie zu verwenden oder sie abweichend von ihrem therapeutischen Zweck einzusetzen, was häufig der Fall ist, entdeckt wird, liegt daran, dass Ärzte involviert sind. Sie haben das entsprechende Wissen. Es gibt wissenschaftliche Mittäterschaften von Leuten, die frei bzw. selbstständig arbeiten und dafür bezahlt werden. Sie leiten Informationen über den aktuellen Stand im Bereich der Anwendung neuer Produkte weiter. Man kann sich so einen wie mich gut auf großen Biochemie-, Biotechnologie- oder Hämatologie-Kongressen vorstellen. Einer dieser skrupellosen Komplizen ist Michel Ferrari. Als dopingverabreichender Sportarzt von Lance Armstrong kassierte er ein Honorar von 1 Million Dollar. Nachdem er 2002 zeitlebens vom italienischen Radsportverband ausgeschlossen wurde, arbeitete er nun ganz diskret direkt mit den Sportlern zusammen. Wie mit Alex Schwarzer, Olympiasieger im 50 Kilometer Gehen 2008. 4 Jahre später wurde er positiv auf EPO getestet. Faccia pulita, fidanzato di Carolina Kostner e oro a Pechino 2008 viene subito espulso dalla squadra olimpica. Ho sbagliato, la mia carriera è finita qui, dice il campione atletico che ci regalò un sogno dorato a Pechino. Naja, ich habe ein Jahr vorher mit 23 bei den Olympischen Spielen gewonnen. Und ich fühlte mich dadurch durchaus etabliert.
Und dann kam ich durch meinen damaligen Sponsor Pietro Ferrero, begeisterter Radsportler, in Kontakt mit Herrn Dr. Ferrari. Ich wusste natürlich, dass das keine offizielle Zusammenarbeit sein würde, da ich ihn nie als meinen Trainer nennen durfte, weil es ein kleines, sagen wir mal, Tabu war, nicht wahr? Der Kontakt zu ihm war absolut tabu. Ich habe ihm 20.000 Euro bezahlt. In bar und in mehreren Raten. Zu Beginn unseres Gesprächs fragte er mich, wer denn für meine Behandlung bezahlen würde. Ob mein Sponsor die Rechnung übernehmen würde. Ich antwortete, nein, ich bezahle selbst. Das war eine Menge Geld. Viel Geld, denn ich bin ja kein Fußballer oder Radrennfahrer. Ich verdiene keine solch hohen Summen. Aber ich habe dennoch ja gesagt, weil ich in diesem Jahr Chancen hatte, die Europameisterschaft zu gewinnen. Und damit wäre der Preis für die Behandlung angemessen gewesen. Alex Schwarzer kritisiert die Straffreiheit derjenigen, die das Doping decken. Trainer und Offizielle werden selten bestraft. Dem Staatsanwalt erklärte er, dass sein Verband gewusst habe, dass er dopt und ihn hat machen lassen. Und wer Doping toleriert, wer es praktiziert, wer hilft, wer davon weiß und nichts dagegen tut, der muss, wie ich, büßen. Und ich büße mein Leben lang. Denn ich habe keine Strafminderung bekommen. Aber die sollen auch büßen. Natürlich nicht so wie ich, okay. Ich habe ja schließlich gedopt und damit Schlimmes getan. Aber die müssen auch die Verantwortung tragen. Nach 4 Jahren Sperre nimmt der Geher den Wettkampf wieder auf. Um von vornherein irgendwelche Verdächtigungen auszuschließen, trainiert er mit Sandro Donati, einem der berühmtesten Gegner des Dopings, dem genauen Gegenteil von Dr. Ferrari. Er hat öffentlich gefordert, dass ich als sein Garant für eine glaubwürdige Rückkehr zum Wettkampf fungieren sollte. Wir haben uns getroffen und er hat mir gesagt, legen Sie ein Kontrollsystem fest, das für Sie und für mich eine Garantie ist und für die Öffentlichkeit, die meinen Ergebnissen vertraut. Also habe ich schon während dem Gespräch daran gedacht, mich an den Hämatologiefachbereich eines wichtigen römischen Krankenhauses zu wenden, einem öffentlichen Krankenhaus, dem San Giovanni. Das habe ich dann auch getan. Seither unterzieht sich Alex Schwarzer der strengsten Anti-Doping-Kontrolle der Welt. Er wurde über 40 Mal in einem Jahr getestet, während andere Leichtathleten im Durchschnitt 2 bis 5 Mal kontrolliert werden. Die in seinem Blut untersuchten Parameter sind wesentlich umfangreicher als die für den gewöhnlichen biologischen Pass. Ich denke, dass ein Athlet, wenn er nach einer Disqualifizierung wegen Doping zurückkehrt und für wichtig hält, dass die zukünftigen Ergebnisse einen Wert haben, ohne einen permanenten Verdacht, dann muss er schon etwas mehr tun. Denn so bist du zum Beispiel zumindest für deine Gegner glaubwürdig. Viele Leichtathleten fordern verstärkte und verbandsunabhängige Kontrollen. Angesichts der Lügen im Sport versucht die Welt-Anti-Doping-Agentur reinen Tisch zu machen. Ein Jahr lang hat sie den Sportbetrug in Russland untersucht. Heute legt sie in Anwesenheit von Hajo Seppelt, dem deutschen Journalisten, der für die Enthüllungen über das russische System verantwortlich war, ihren Abschlussbericht vor. Ladies and gentlemen, members of the media, welcome to Geneva for this special WADA Independent Commission press conference. We have found cover-ups, we found destruction of samples in the laboratories, we found payments of money in order to conceal doping tests, among others. So it's worse than we thought. All of this could not have happened and continue to happen without the knowledge of and either actual or implied consent of the state authorities. Their lab is gone, their national anti-doping organization is gone. We've recommended that the Russian Athletics Federation be suspended. They're gone. Thank you very much.
Indem sie Russland aus dem weltweiten Sport ausschließt, kommt die WADA ein Jahr später zu denselben Schlussfolgerungen wie der deutsche Journalist. Hier am heutigen Tag ist das ganze System bestraft worden. Natürlich auch Verantwortliche, einzelne Personen, aber im Prinzip ist es eine Klatsche. Es ist eine Ohrfeige für das gesamte russische Sportsystem. Das ist eigentlich am Ende bei dieser Untersuchungskommission rausgekommen und hat letztendlich die Recherchen von uns und auch die Arbeit von Vitalin Julia Stepanow bestätigt. Es stimmt etwas nicht auf dieser Welt, wenn all die eingesetzten Strukturen nicht schaffen, was einem einzigen Journalisten gelungen ist. Es läuft etwas falsch, wenn sich eine Organisation professionell nennt, über jede Menge Laboratorien weltweit verfügt und die Verantwortlichen, die in der Business Class reisen und in Luxushotels wohnen, es nicht schaffen, die Arbeit eines einzigen Journalisten zu leisten. Das sagt doch alles über das System aus. Entweder es ist komplett gescheitert oder die Lüge, und das ist eine gewagte Hypothese, die Lüge ist dem Sport sehr mächtig. Новости в продолжении скандала, который разгорелся вокруг российских легкоатлетов. Спортсменка бегунья Юлия Степанова, ее муж, бывший сотрудник российского антидопингового агентства, попросили политического убежища в Канаде. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Игорь Ананских. По его мнению, данная информация еще раз доказывает, что история, начавшаяся с откровений супружеской пары об использовании российскими спортсменами запрещенных препаратов, не что иное, как спланированная акция и свидетельствует о субъективном подходе всемирного антидопингового агентства ВАДА. Der Welt-Anti-Doping-Agentur ist es gelungen, Russland für seine Vergehen zu bestrafen. Ein Sieg mit einem bitteren Beigeschmack für die Whistleblowerin Julia Stepanova, die, wie 4000 andere russische Leichtathleten, für alle Wettkämpfe gesperrt ist. Ich habe mich bemüht zu helfen und man hat mich gesperrt. Ich denke, keiner wird jetzt mehr gegen Doping kämpfen wollen, um nachher dafür disqualifiziert zu werden. Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt, ohne Arbeit und ohne das Recht, an einem Wettkampf teilzunehmen, fühlt sich das Paar von den Sportverbänden alleingelassen. In return for doing all of that, sie ist das Bauernopfer. Weder die WADA noch das IOC oder die AAF wollen sich derzeit äußern. Denn natürlich gibt es auch noch andere Probleme. Russland muss wieder aufgenommen werden. Da kann man sich nicht auch noch um unbedeutende russische Sportler kümmern. Ist das eine politische Angelegenheit? Meiner Meinung nach hat das mit Politik nichts zu tun. Es ist einfach nur lächerlich. Wer hat ein wahres Interesse daran, den Lügen im Sport ein Ende zu setzen? Leichtathleten, Sportärzte und Verbände bereichern sich am Betrug. Staaten umgehen das internationale Übereinkommen gegen Doping. Die Weltagentur bemüht sich, die Integrität des sportlichen Wettkampfs zu wahren. Wie wird die Zukunft aussehen, wenn das Doping sich nicht eindämmen lässt? Sportexperten zufolge werden die meisten Rekorde ab 2030 nicht mehr zu brechen sein. Der Mensch könnte an seine physiologischen Grenzen stoßen. Deshalb träumen manche bereits von biotechnisch hochgezüchteten Leichtathleten mit Hightech-Prothesen. Ein schönes Beispiel ist der Hochsprung. Der Weltrekord liegt bei 2,45 Meter und dort liegt er seit 25 Jahren. Es ist einer der ältesten symbolischen Rekorde. Im Klartext heißt das, wenn man heute ein Modell vom Hochsprung unter die Lupe nimmt, weiß man vom energetischen Standpunkt aus, was in Bezug auf das Gewicht des menschlichen Körpers verändert werden müsste. Es ist vorstellbar, Genübertragungen von Muskeln und Sehnen zu machen, damit sie der Belastung standhalten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, 3,50 Meter hochzuspringen, aber ich kann Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag machen, da es sich um ein Forschungsprojekt handelt. Für 10 Millionen Euro können wir Ihnen ein Modell herstellen. Ob das Doping ist? Meiner Ansicht und der derzeitigen Definition nach ja. Aber ob es 2050 noch als Doping bezeichnet wird, vor dem Hintergrund der sich weiterentwickelnden Ethikdiskussion, das weiß ich nicht. J'en sais rien.